trident, the bow and arrow, the axe, the great battle in which Ganesh lost his tusk. We find these symbols. We find the tusk. That's supposed to happen? Dunno. Welcome to downtown Halabadoo. Last known resting place of the Tusk of Ganesh. I don't like it. You don't like anything. Oh, thank you. I'm slipping. You know that treasure hunting is not at the risk of us, right? Neither is being a mercenary. You two. Partners. And hello, gorgeous. Well, history with the Saab made you the obvious choice. You lie to my face. Cards on the table. I need your help. And if you want the tusk, you need mine. It's a limpet, can't change his spots. You know nothing about me. Another casualty of war. Don't! Howdy, folks. Welcome to the Pleasure Gaming Canal from Don Rico Fierfiertsk. Es wird immer beeindruckender. Falls noch jemand Bedenken hatte, dass das Belur war, Herr Shiva und Nandi. Und das ist wohl Ganesha, bevor er seinen Elefantenkopf bekommen hat. Möglich. Könnte auch Katekeya sein, Shivas älterer Sohn, der Hindu-Gott des Krieges. Sie haben wohl verschiedene Wege gewählt. Verdammt! Der Eingang wurde gesprengt! Es muss die Explosion gewesen sein. Es muss einen anderen Weg geben. Sie wollen uns aufhalten. Ja.
da oben. Aus der Nische kommt Rauch heraus. Ich schau's mir an. Hier drin, Nadine. Schmeckt lecker. Ich sehe sie. Fertig. Dann los. Shit. Schon wieder blockiert. Die Stadt ist groß. Es muss noch einen Weg geben. Was ist das hier? Ein Bad? Oder ein Brunnen. Vielleicht beides. Sieh mal, da steigen Luftblasen im Becken auf. Komme. Ah, sieh mal, die Königin und ihre Zofen. Das war wohl das königliche Bad. Zur Abwechslung mal Statuen von Frauen. Dabei waren die Frauen bei den Hoysala eine wichtige Rolle. Vor allem die Königinnen. Kein Wunder, wenn die Könige und Männer ständig irgendwo kämpfen. Sie kümmerten sich auch um die schönen Künste. Poesie, Musik und sowas. Belur gehörte sozusagen ihnen. Thank you.
um Himmels Willen ist das? Was ist das? Alte Kanada-Schriften. Sieht nach Strophen aus. Könnten Gedichte sein. Ist das eine Bibliothek? Sieht so aus. Sieht wie eine Trommel aus. Das ist eine Trommel. Die bewahren hier alles Mögliche auf. Vina, eine entfernte Verwandte der Sita. Vielleicht gab es hier Aufführungen. Fraser, hier drüben. Was haben wir hier? Weihrauch oder Kräuter? Whoa. Sieh dir das an. Unglaublich. Das ist ein Altar oder sowas. Die Könige müssen viel für ihr Volk erduldet haben. Sie haben nicht nur den Stoßzahn beschützt. Historiker glaubten, er sei ein Symbol der Macht und Überlegenheit, aber ich glaube, die lagen falsch. Er war ein Symbol ihres Volks, ihrer Kultur. Er war ein Symbol ihrer selbst. Hey, wozu sind die?